Warum haben einige neue Persönlichkeiten, die in diese Welt kommen, bessere Bedingungen, während andere schlechtere haben? Was mit der Anzahl der Subpersönlichkeiten auf ihren Seelen verbunden ist? Schließlich sind die neuen Persönlichkeiten anfangs dieselben. Oder gibt es verschiedene Persönlichkeiten und es gibt eine bestimmte Aufgabe? Nun, erstens. Die Persönlichkeiten kommen nicht in diese materielle Welt von euch. Sie werden hier gebildet. Zweitens gibt es Gesetze der Reinkarnation der Seelen. Aufgrund dieser Gesetze geraten die neu gebildeten Persönlichkeiten in unterschiedliche Bedingungen.